Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Endless Nightmare. Wir haben schon einige Hinweise gefunden, was unsere Tochter betrifft. Sie hat ein Atemproblem. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ALS. Es könnte mit auf jeden Fall ALS sein. Also direkt steht das da jetzt nicht. Aber sie kann sich nicht bewegen. Es sieht so aus, als hätte sie vielleicht Muskelschwund gehabt. Also zumindest von diesen ganzen Sachen, die ich jetzt gesehen oder gehört habe. Atem, Wegsprobleme, sie kann nicht mehr richtig mehr gehen. Könnte sein. Und es ging immer schlechter. Und die Vermutung liegt nahe, dass sie eventuell Selbstmord begehen wollte. Wir hatten ja auch eine Rasierklinge gefunden, wo wir dann irgendwie quasi mit uns selbst gesprochen haben und gesagt haben, dass sie sich das Leben damit leben wollte. Ist also gar nicht mal so schön, das zu erfahren. Es ändert aber trotzdem nichts daran, dass eventuell vielleicht jemand anderes sie vielleicht schon danach umgebracht hat. Weil wir wollen es ja herausfinden. Das ist halt die Sache. Es sind viele Sachen, die irgendwie keinen Sinn machen. Genauso wie diese Mörderin da draußen, die versucht uns die ganze Zeit schon umzubringen. Und aus diesem Grund wollen wir ja versuchen, ihr möglichst aus dem Weg zu gehen. Und man hört schon ihr wundervolles, erotisches Klappern. Das liebe ich so sehr an sie. An ihr, meine ich, an sie. Oh Gott, ich kann kein Deutsch mehr sprechen, sorry. Verzeihung. Die geht mir so langsam auf die Nerven, oder? Ach, meine Güte. Okay, das brauchen wir. Okay, genau das war's. Und jetzt bloß nach unten gehen. Mit unserer Tasse in der Hand. Und verstecken, weil sie ist auf jeden Fall hinter uns. Eher. Dieser Tisch eignet sich doch perfekt. Wobei wir wetten, dass sie da unten ist. Dass sie nach unten geht, meine ich. Da ist sie. Ja, genau. Geh wieder nach oben. Alleine schon die Musik. Es zeigt, dass wir uns auf jeden Fall dem Ende nähern. Eine andere Möglichkeit kann es nicht geben. Wollen wir wetten, dass einer nur davon der Richtige ist? Das ist der Richtige, okay. A brand new crowbar seems that it has never been used. I also have a crowbar in my garage, but I never seem to have access to it. Okay, haben wir wieder so eine Art Enterhaken.
Damit können wir wahrscheinlich eine Falltür öffnen. Kann das sein? Ist hier drin was? Ja, hier drin ist... Ja. Das ist zu offensichtlich. Sorry. Das ist viel zu offensichtlich jetzt. Und hier war schon vor uns jemand. Ist das das Ende? Wachen wir aus diesem Albtraum auf? Ist das alles nur Fantasie? Ah, die Kamera. Ach, hier, deswegen der Fernseher. Eine Überwachung. Interessant. Man's Ring. A Man's Ring. Innen sind die Worte Nick 7.5.2008 graviert. Das ist also der Hochzeitstag von Nick und Lisa. Nick, warte. Nick? Ich dachte, wir heißen James. Heißen wir nicht James? Hä? Am Hochzeitstag, was habe ich Lisa versprochen? Aber warum Nick? Nein, das machen wir später. Das machen wir später. Erstmal will ich das Spiel durchspielen. Nick Lee, okay. Moment mal, Nick Lee, das ist doch so ein asiatischer Name. War das nicht der Typ im Foto? Das war doch der Typ im Foto. Das war der Typ im Foto, dieser Asiate. Kann es sein, dass wir das sind? Das ist irgendwie... dissoziative Persönlichkeitsstörung. Beziehungsweise... Persönlichkeits... Dass man sich selber nicht identifizieren kann. Dissoziative Persönlichkeitsidentitätsstörung? Wir denken nicht, dass Nick sich selber irgendwie wiedererkennen kann. Manchmal denkt er, er sei Polizeibeamter James. Manchmal ist er jemand anderes. Obwohl er sich in einer guten Verfassung befindet, ist er... Ja, das ist leider zerrissen. Und da ist eine Akte... Ja, wer sind wir denn? Nick Lee. Beruf Schriftsteller oder Journalist, könnte auch sein. First Degree Murder. Mord ersten Grades? Klingt irgendwie so komisch. Also die Übersetzung klingt wirklich sehr ganz komisch. Und seine Opfer waren Lisa und Amy. Aber die Frage ist die, kann ja sein, dass wir trotzdem James sind und Nick Lee verhaftet haben oder verhaften wollten, weil er unsere Familie umgebracht hat. Oder wir sind tatsächlich Nick Lee und nicht James. Das ist eine interessante Sache. Aber beantwortet immer noch nicht die Frage, sind wir der wir sind? Es ist alles so verwirrend. Und hier geht's nach oben. Es ist komisch. Bleiben immer noch einige Fragen offen. Ja, die Frage ist, allein ist es vielleicht ein Traum. Ist das nicht unsere Familie? Es ist alles so verwirrend. Ja, es zeigt doch, dass es... Das zeigt doch, dass das einfach nur ein Albtraum ist. Das ist für mich viel zu offensichtlich. Meine, warum entfernt sich jetzt die Familie? Aber die Erinnerungen scheinen auch irgendwie so ein bisschen... Go plug in the power for the first floor, okay. Jetzt kann ich mich nochmal bewegen, okay. Was ist hier los? Sind wieder da? Die sah vorher aber nicht so aus. Eine handbemalte, handgeschriebene, handgezeichnete Polizeikarte. Warum kommt sie mir so bekannt vor? Und wer ist James Douglas? Hatten wir wirklich ein Identifikationsproblem? Warum?
Okay, das erklärt natürlich einiges. Müssen wir den Strom anschalten? Ist hier was drin? Nein. Ist es gerade der Traum im Traum? Weil auf einmal hier sind überall Fotos von James Douglas, außer hier. Ich glaube, ist das unsere Frau? Kann das sein, dass es unsere Frau ist? Es sieht schwer danach aus. Aber bevor wir diese Frage beantworten, überhaupt beantworten können, weiß ich nicht, wollen wir uns erstmal dieses Video anschauen, damit wir dann wieder ein bisschen mehr Medizin bekommen. Los geht's. So, immerhin einen Medizinbecher bekommen. Und wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Das ist doch alles sehr verwirrend, finde ich. Okay. Ich denke, die Tasse wird nicht ohne Grund dastehen. Ich denke, es wird wieder eine Verfolgungsjagd geben. Sonst wäre das nicht da. Ach ja, hier, der Stromkasten. Hey, Moment mal. Ich sag's doch, irgendwas ist hier faul. Irgendwas ist hier faul, Leute. Das ist alles einfach nur ein Albtraum. Das ist zu offensichtlich. Ich denke, da wo sie ist, muss wahrscheinlich der Ring der Frau liegen. Den brauchen wir wahrscheinlich. Ah ja, okay, weg, 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 weg. Ich habe schon einen Plan. Ich habe schon einen Masterplan. Voraussetzung ist natürlich, dass ich weiß, wo sie gerade hingeht. Kommt sie hierher? Wie gesagt, ich kann mich auch ein paar Mal treffen lassen, weil ich habe genug Medizin. Das ist nicht das Problem. Okay, sie ist da. Ich kann sie hier nicht sehen. Ich lasse sie erstmal da kommen, dann macht sie die dort, führt sie sich dorthin. Okay. Ich werfe das Ganze hier hin. Ja, das ist es. Lisa, 7.5.2008. Alles klar. Der Ring wurde von den... Ja, Amy hat diesen Ring verloren und Amy wollte keine Medizin an diesem Tag nehmen. Alles klar. Alles klar. Müssen wir hier reinstecken. Aber das war vorher alles nicht da. Das ist halt das Problem, was ich jetzt persönlich habe. Was? 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 Was ist hier los? Leute, Leute, nicht nur, dass dass unser Haus nicht mehr so aussieht wie vorher, sieht es alles noch schlimmer aus. Goal find Amy. Goal find Amy. Ja, Leute, das ist alles sehr verwirrend. Ich muss jetzt mal das Ganze aufarbeiten, weil ich verstehe nicht, was hier los ist. Also das Spiel wird immer verwirrender.
Ich hoffe, dass sich das Ganze jetzt im nächsten Part aufklären wird. Falls euch trotzdem dieses Video irgendwie gefallen hat, wo ich denke, das ist sowieso alles verwirrend genug, aber ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat und das Let's Play gefallen hat bisher. Falls ja, hinterlasst den Daumen nach oben, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nicht das große Finale von Endless Nightmare verpasst. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.